Nurriges Willkommen bei Kitty Plays the Dig und, wenn ich mich nicht irre, bei der letzten Folge von Kitty Plays the Dig. Wir haben Brink das Maschinenteil gegeben und mit ihm ausgehandelt, dass wir die Hälfte der von seiner Maschinen generierten Kristalle kriegen. Er wollte seinen Teil der Vereinbarung nicht einhalten, so wie wir letztes Mal ihn versucht haben hinzuhalten. Und so kam es zu einem Kampf und Brink, oder das, was von ihm übrig war, ist über eine Klippe gestürzt. Jetzt haben wir die zwei Kristalle, die generiert wurden, und das Bauteil in die Konsole gesteckt. Und diese Konsole ist aktiv geworden. Und dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Eine Reihe kristalliner Geräte. Nichts. Okay. Oben war auch nochmal ein Knopf. Dann drücken wir mal hier drauf. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Gerät umgehen soll. Okay, das ist natürlich sehr antiklimaktisch. Als Ausgleich drücken wir nochmal hier die lustigen Formen an. So. Hier sind Instrumente, die können wir natürlich auch nochmal ausprobieren, aber ich glaube, dass die nichts... Die waren die ganze Zeit schon an. Ich kann mit den Instrumenten nicht umgehen. Ich bin ein Spielkind, ich weiß. Gucken wir nochmal, ob wir jetzt hier in der Konsole irgendwas machen können. Ja, die macht Geräusche. Ich habe hier das Maschinenteil, ich habe hier die Kristalle, ich kann sie rausnehmen und einsetzen. Das nehme ich besser mit. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu Maggie und fragen sie, was sie von der ganzen Geschichte hält. Vielleicht sagt sie uns ja, hey, ich glaube, ich weiß, wie ich das Ding bedienen kann. Wenn nicht, müssen wir nochmal gucken, ob vielleicht mittlerweile noch ein Kristall da ist und den alten Außerirdischen nochmal befragen. Der sollte ja wohl wissen, wie seine Maschine bedient wird, oder? Ich spiele gerne mit den Objekten um. Das ist toll, weil die sich so komisch bewegen. Das macht Spaß. So. Das zerquetscht sich komisch. Okay. Robbins. Sie sind diejenige, die außerirdische Bücher liest. Ja, sie weiß, wie es geht. Was genau passiert, wenn wir die Maschine mit genügend Kristallen bestücken und einschalten? Ich bräuchte Jahre, das alles zu lesen, Boston. Und von dem, was ich lese, verstehe ich auch nur die Hälfte. Okay. Aber zweifellos ist diese Maschine gefährlich. Ja, das haben wir jetzt tausendmal gesagt. Der Außerirdische hat uns gewarnt. Es würde mehr kosten, als wir uns je vorgestellt haben. Was meint er damit? Das könnte bedeuten, dass alleine das Einschalten der Maschine uns schon töten könnte. Sie meinen, es könnte eine Falle sein? Hm. Ich meine, die Maschine könnte mehr benötigen als Lebenskristalle. Sie könnte alle Energie aus jedem herausziehen, der sie benutzt. Dann werde ich sie einschalten. Machen Sie sich nicht lächerlich. Es könnte auch gar nichts passieren. Oder sie könnte jeden umbringen, der nicht an den Instrumenten steht. Hm. Boston, ich möchte Ihnen nur sagen... Keine Lebewohls. Wir kommen beide nach Hause, Maggie. Ich bin nicht sentimental, Boston. Ich wollte nicht Lebewohl sagen. Ich möchte nur, dass Sie mir etwas versprechen. Juhu. Ich habe jedes Versprechen gebrochen, das ich Brink gegeben habe. Und jetzt wollen Sie, dass ich Ihnen etwas verspreche? Was mit Brink geschehen ist, hätte niemand ändern können, Boston. Ich weiß, dass Sie Ihr Wort halten werden. Was soll ich versprechen? Wenn ich sterbe und Sie leben, benutzen Sie die Kristalle nicht. Holen Sie mich nicht zurück. Das ist eigentlich ein schönes Versprechen. Haben Sie verstanden? Sind Sie sicher? Ich habe gesehen, was aus Brink geworden ist. Ja, ein grauer Zombie. Ich möchte nicht, dass dasselbe mit mir geschieht. Sie würden nicht Maggie Robbins retten. Sie würden ein Monster kreieren. Mit meinem Gesicht, meinen Erinnerungen. Tun Sie es nicht. Versprechen Sie es mir. Ich verspreche es Ihnen, Maggie. Und umgekehrt, okay? In Ordnung. Und jetzt erzählen Sie mir die Wahrheit, Maggie. Sind Sie sicher, nicht doch irgendwo herausgefunden zu haben, dass demjenigen, der die Maschine anstellt, irgendetwas Schlimmes passiert? Boston, ich weiß nicht mehr als Sie, was geschehen wird, wenn ich dieses Ding einschalte. Wenn das eine Lüge ist, dann werde ich richtig wütend, Maggie. Ja, ich weiß. Dann mal los. Sie weiß also, was zu tun ist. Drück erst unten drauf. Drück dann da einen Knopf. Das hätten wir doch hingegangen. Jetzt bewegen sich die Teile auch von alleine. Tja. Sieht ein bisschen aus wie so eine Dose, die zerquetscht wird und sich dann von alleine in irgendwelche anderen Formen verformt. Drückt immer den gleichen Knopf. Sie guckt so skeptisch. Es ist verklemmt. Ich muss es aufstellen. Seien Sie vorsichtig! Oh nein. Jetzt ist das Auge offen. Aber Maggie ist... Oh je. Maggie, Sie Lügnerin. Sie wussten, das würde passieren. Das Auge? Es hat geklappt. Das Auge ist wiederhergestellt. Dann war es das wert. Fahren Sie nach Hause. Maggie. Alles verloren. Naja, uns selbst nicht, aber Brink ist tot. Maggie ist tot. Unseren Teil der Mission haben wir quasi genau versemmelt. Unsere Aufgabe war, die beiden zu beschützen. Naja, bleibt uns nichts anderes übrig, als nach Hause zu gehen. Ich jetzt unten bin, speichere ich nochmal. So. Ich weiß, dass hier eine Stelle kommt, wo man schnell reagieren soll. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Timed Event ist oder ob man trotzdem ewig Zeit hat. Ich wusste nicht, dass das hier passiert. Ich hätte wissen müssen, dass der Erfinder noch einen Trick auf Lager hat. Also genau das Gleiche. Ah, da, jetzt weiß ich, das war also kein Quicktime, kein Quicktime-Event, sondern ich muss jetzt einfach, ich dachte, der, und zwar mache ich jetzt so, die Lichtbrücke geht aus und das Monster stürzt in die Tiefe. Ich dachte, das müsste ich ganz schnell machen, während das Monster vor mir steht. Das war die letzte Chance des Erfinders, mich zu stoppen. Ich werde in die Sternzeit 6 gehen. Ich werde das Volk dieses Planeten zurückholen und dann wird es ein Schiff bauen, das mich zurück zur Erde bringt. Also bauen wir die Lichtbrücke wieder, wodurch auch das Auge wieder erscheinen kann. Und gehen hin. Das hier ist wohl die wirkliche Prüfung. Kann ein Praktiker von der Erde das schaffen, was all die Erbauer dieses Ortes nicht geschafft haben? Kann ich in die Sternzeit 6 gehen und trotzdem den Weg zurückfinden? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ja, das ist es, das Portal im Auge. Und jetzt werden wir es durchschreiten. Es ist wunderschön. Hier kann man sich wirklich leicht verlieren. Nein, nein, ich gehe nicht weiter hinein. Ich bleibe hier, wo ich noch zurückgehen kann. Sie sind so stark, wie wir gehofft hatten, Mensch. Ich kann Sie verstehen. In der Sternzeit 6 kann jeder lebende Geist mit allen anderen perfekt kommunizieren. Sie stehen an der Schwelle, Mensch. Zeigen Sie uns den Pfad zurück ins Leben. In die Wirklichkeit. Zu einem Ort, an dem wir alle einmal sterben, ja. Aber bevor wir sterben, werden wir leben. Jede Vergangenheit und Zukunft. Ich kann alles sehen. Aber welche ist wirklich? Hier sind Träume, die wir vorher noch nie gesehen haben. Gehen Sie nun zurück, Mensch. Bringen Sie mich nach Hause. So, Bilder wurden nur für dieses Video, für diese Videosequenz gemalt. Mein Volk hat seine Körper, seine Knochen, seine Leben wieder. Wir stehen tief in ihrer Schuld, Commander Lowe. Alles, was ich möchte, ist, jetzt wo meine Freunde tot sind, zur Erde zurückzukehren und zu erzählen, wie sie gestorben sind. Warum sollen sie ihre Geschichte nicht selbst erzählen? Ich wünschte, sie könnten. Sie kannten den Weg heim, aber ich kenne alle anderen Pfade durch Zeit und Raum. Halt! Nicht wieder da reingehen! Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Maggie, Brink, Sie leben! Wir waren verloren, aber dieses Wesen hat uns gefunden und zurückgeführt. Maggie, ich dachte, ich hätte Sie für immer verloren. Sie haben wirklich nicht versucht, mich mit den Kristallen wiederzubeleben. Nein, ich habe es Ihnen versprochen. Und außerdem, was die Kristalle wieder erweckt hätten, das wären nicht Sie gewesen. Ich weiß, Boston. Sie haben Ihr Wort gehalten. Und Sie haben doch einen Weg gefunden, mich von den Toten zurückzuholen. Nein, das war ich nicht. Aber ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich bin auch wieder frei vom Wahnsinn der Kristalle. Sie haben es geschafft, Lowe. Nein, unser Freund hier hat es geschafft. Nein, die Ehre gebührt allein Ihnen. Einst haben wir einen großen Erfinder verehrt, weil er uns die Pforte zur Unendlichkeit geöffnet hat. Aber Sie haben uns die Pforte zurück ins wahre Leben geöffnet. Ich bin doch nur ein Kerl, der wieder nach Hause will. Mein Volk ist schon dabei, ein großes Kristallschiff zu bauen, das sie wieder dorthin bringt. Aber wir können wieder hierher kommen, nicht wahr? Sie und alle anderen, die es wünschen. Sie sind ein junges Volk, stark und voller Hoffnung und Leidenschaft. Wir können ihnen viel beibringen und natürlich auch noch sehr viel lernen. Zwischen unseren Völkern wird für immer Freundschaft herrschen. Ich hoffe, da haben Sie recht. Nicht alle Menschen sind so nett wie wir. Oh, ich weiß. Alle jungen Spezies sind so. Aber keine Sorge. Wenn irgendjemand gegen uns kämpfen will, werden wir ihn wie einen Käfer zerquetschen. Wie beruhigend. Das Schiff ist fast fertig. Gehen Sie heim und erzählen Sie Ihrem Volk, was hier vollbracht wurde. Dem Volk etwas zu erzählen, das ist Maggies Job. Und uns nach Hause zu bringen, das war Ihrer. Sie haben es geschafft, Boston. Danke, Boston. Wir danken Ihnen alle, Boston Lowe. Das war The Dig, wie hier auch steht, nach einer Idee von Steven Spielberg. Und ich weiß jetzt gerade nicht wirklich, was ich sagen soll, denn mir jagt jedes Mal dieser Abspann bzw. diese Endsequenz einen Schauer über den Rücken. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist es möglich, Maggie tatsächlich wiederzubeleben, und dann ist sie in der Endsequenz sauer auf uns, dass wir unser Versprechen nicht gehalten haben. Ja, dieses Spiel habe ich jetzt von Steam gespielt. Ich werde den Link zu dem Spiel in Steam und, wenn ich es finde, in GOG auch noch verlinken, dass man es kaufen kann. Sollte jetzt nicht allzu viel kosten, wer es also nochmal selbst spielen möchte. Was könnte man noch sagen? Ich bin tatsächlich gerade eigentlich extrem entspannt. Dieses Spiel entspannt mich sehr. Das ist einfach diese Erkundung und dieses schöne. Es ist einfach super toll, es ist einfach schön. Ja, hier sieht man jetzt die Macher von dem Scum-System und iMuse. Ach, und mir fällt gerade auf, das Animationssystem haben sie Insane genannt. Das hier sind jetzt die Sprecher, und zwar die deutschen Sprecher von den Leuten. Wobei jetzt keiner von den Namen mir bekannt vorkommt. Ich finde das interessant, dass die Sprecher hier tatsächlich, na gut, okay, der ganze Text ist hier auf Deutsch. Meist ist es ja dann so, dass die deutschen Sprecher irgendwie am Ende kommen, gerade wie in Filmen oder so. Und hier sieht man auch, es sind einige Tester dabei. Und natürlich braucht ein Spiel auch Marketing, ansonsten verkauft sich es nicht. Das Handbuch will natürlich schön designt sein. Das Ganze muss dann auch noch koordiniert werden. Man braucht eine Projektassistenz, wobei ich glaube, administrative Unterstützung ist was anderes als Projektassistenz. Auch hier wieder, der Abspann ist sehr filmisch gemacht. In der Zeit war das genau dieses Hochscrollen der Namen. Heutzutage ist das ja oft sehr anders, dass da noch viel Action kommt beim Abspann von Filmen. Aber man merkte die ganze Zeit während dem Spielen, dass das doch sehr an Filme angelehnt ist und dass hier versucht wurde, ein möglichst interaktiver Film zu schaffen. Hielten unsere Computer am Laufen, das wird wohl die IT-Abteilung sein. Damals hat man auch noch ein bisschen Witz in die Texte gebracht. Es gab eine, ja, Lucas Arts hatte eine Telefonhotline, ich habe sie selbst nie verwendet, ich weiß auch gar nicht, ob es eine deutsche gab, eine Telefonhotline. Wenn man nicht weiter wusste, konnte man da anrufen. Ich glaube, das war, genau, tatsächlich. Das war so, dass man damals bei, ich weiß nicht, welche Redaktion das noch war, welche Spielezeitschrift, aber bei Boris Schneider-Johne, beziehungsweise damals Boris Schneider, anrufen konnte. Und hier sieht man auch, dass The Dig auch als Roman erhältlich ist. Das ist natürlich jetzt mittlerweile schon rausgescrollt. Aber bei Boris Schneider hat man angerufen und konnte ihn dann quasi fragen. Das hat, glaube ich, weil er ja die Übersetzung gerade von Monkey Island gemacht hat, hat dann irgendwann die Redaktion gesagt, so, ihr könnt ihn jetzt anrufen. Und ich kann mich erinnern, dass er im Spielveteranen-Podcast davon erzählt hat, dass sich die Leute zu jeder möglichen und unmöglichen Tag- und Nachtzeit angerufen haben mit irgendwelchen Fragen, wie komme ich da und da weiter. Ja. Ja, genau. George Lucas und Steven Spielberg. Die beiden quasi Urgesteine, die dieses Spiel erst möglich gemacht haben. Und das war's. Lucas Arts gehört ja jetzt Disney. Da haben sie nochmal das Monster eingeblendet und ihr seht jetzt einen schwarzen Bildschirm, denn das Spiel hat sich automatisch beendet. Und ich würde sagen, ich beende mich jetzt auch automatisch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt das Spiel genauso genossen wie ich, konntet euch genauso an der schönen Grafik ergötzen, auch wenn es Pixelgrafik war und die Animationen nicht dem heutigen Stand entsprechen, natürlich, aber trotzdem sehr schön gestaltet. Wenn man sich einfach mal vorstellt, an diesen Orten zum Teil zu sein, wirklich gruselig oder einfach sehr, ja, im Englischen gibt es das Wort serene, sehr, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt, sehr entspannend. Ich weiß, das ist nicht die richtige Besetzung, aber das ist einfach nur eine sehr, sehr schöne Szenerie und dazu die passende Musik, diese sphärische Musik, die da im Hintergrund lief, einfach nur toll. Also das ist einfach wirklich ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe, sehr, sehr gerne wieder gespielt habe. Ich habe schon darauf gewartet, das wieder zu spielen. Und tatsächlich habe ich dieses Spiel komplett durchgespielt, bevor ich überhaupt die allererste Folge hochgeladen habe. Das heißt, ich werde jetzt gleich die Folgen oder morgen die Folgen alle schneiden. Das sollte relativ schnell gehen, weil ich schon die Aufnahmen vorgeschnitten habe, die Aufnahmen immer gestoppt habe. Ich muss immer nur ein Stück am Anfang und Ende wegschneiden. Und werde hier in der Folge noch wieder das Gesicht... Nee, ich glaube, das lasse ich bleiben. Ich zoome stattdessen einfach wieder raus. Genau, da kriegt ihr mal so ein bisschen mit, was ich so für Überlegungen habe. Das mache ich teilweise tatsächlich so während dem Spielen, dass ich so ein bisschen überlege, wie ich das dann am Ende machen werde. Und dann lade ich das alles hoch, zusammen mit den Würfelwürfen. Ich muss noch ein paar Würfelwürfe nachmachen. Ich habe hier ein paar Dateien. Ich würfel immer ein paar Mal vor und nehme dann immer den nächsten Würfelwurf. Man könnte jetzt behaupten, ich suche mir den, der passt raus, aber ganz ehrlich, mir kann es so ziemlich egal sein, wann die Folge rauskommt. Ich nehme einfach immer den nächsten aus der Liste. Da fehlen noch ein paar. Und dann werde ich beim nächsten Mal mir überlegen, ein anderes überlegen. Wenn ich ein Spiel spiele, wo sich herausstellt, dass es viele sind, werde ich wahrscheinlich einen W6 nehmen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder zu den 2 W6 übergehen, weil da eben die eine Woche im Schnitt, finde ich, eigentlich eine ziemlich gute Sache ist. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als noch ein allerletztes Mal Dankeschön fürs Angucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich bin froh, wenn es euch gefällt. Schreibt mir einen Kommentar, drückt auf das Like. Und wenn ihr auf das Subscribe-Button-Ding unter dem Video drückt, dann kriegt ihr auch mit, wenn irgendwelche neuen Let's Plays kommen. Ansonsten kann ich nur sagen, tschüss und ciao, miau. Und ich habe so lange geredet, dass die Maus sich deaktiviert hat. Also, ciao, miau.